So, jetzt hier, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Skyrim Together, hier bei mir auf dem Kanal und wir sind in der Folge 302 müsste es sein, oder 303, ich weiß nicht wie, 300 Punkt, also 300.3 oder 300.2, ich weiß nicht genau, aber wir wollen jetzt noch, wir machen jetzt noch eine Folge, dann haben wir 300er Special Folge auf drei Folgen aufgeteilt, 3, 3, 3, das ist natürlich dann, da wird mein Monkherrn angesprochen, gut, wir hocken uns mal ins Bild. Und zwar habe ich jetzt, bin ich jetzt ein bisschen alleine kurz rumgerannt, weil die nächste Quest startet Mol Ost laut Entwickler, wenn ein Kurier zu Misty kommt. Und ja, ich habe das jetzt eben gerade gesehen, dass es funktioniert. Ich muss mal ganz kurz hier, stellen wir uns jetzt hin. Da ist Misty, ich habe die auch andere Klamotten angezogen. Ich war nochmal bei Harriets Hütte, also wo wir in der letzten Folge waren am Ende, wo die 20.000 hätte kriegen sollen, die wir nicht gekriegt haben. Also da ist alles Taco gewesen, wir machen jetzt immer eine Stunde vor. Hallo. Da ist er. Misty, ich habe mein ganzes Leben nach dir gesucht. Hä? Es tut mir leid. Ich habe einen Brief für dich hier. Lass mich raten. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Und jetzt habe ich eine Erektion. Ich muss gehen. Und jetzt habe ich eine Erektion. Ich auch. Alles klar. Frag Misty nach der Nachricht des Kuriers. Ich bin wieder zu Hause. Hey, Braid. Kann ich etwas Taschengeld bekommen? Na klar, wie willst du denn? Wir geben dir mal 25 Goldstücke. Klaro. Ich kann ein Screenshot von Misty, wie sie den Brief liest. Ja, gut. So, Misty. Was los? Was steht da, Misty? Ich kann mich gar nicht auf das Bild konzentrieren, was sie liest. Hey, Misty. Um was ging's da? Einen Blick darauf. Ja, danke. Brief von Harkal. Ich weiß natürlich, wir haben ja die verlorene Unschuld, so heißt die Quest. Es geht um seine Tochter, der da wohl, die hat ihre Unschuld verloren. Die müssen sie wiederfinden. Ich weiß nicht genau, was in der passiert. Ich weiß nur, dass es irgendwie um eine Tochter geht. Mal gucken, was da drin steht. Hey, Missy. Ich bin mir nicht sicher, warum ich dir schreibe, aber mir fällt keine andere Möglichkeit ein. Ich habe Gerüchte gehört, dass du in Gesellschaft eines großen Kriegers gereist bist und Menschen in Not geholfen hast. Ich kenne den Namen deines Freundes nicht, aber ich wusste, dass ein Kurier in der Lage sein würde, dich zu finden. Du bist schwer zu erreichen. Entschuldige, ich komme auf den Punkt. Meine schöne Tochter Heidi ist zusammen mit einigen ihrer jungen Freunde verschwunden. Seit meine Frau gestorben ist, ist Heidi alles, was ich habe und ich mache mir Sorgen um sie. Heidi und ihre Freunde machen einen Tagesausflug zu ihrem Lieblingsplatz in den heißen Quellen südwestlich der alten Ruinen außerhalb der Stadt. Wir leben in Kürnesheim und sie kamen nie zurück. Es ist jetzt 2 Tage her. Ich hätte sie früher eingecheckt, aber sie sagt, es sei eine Party nur für Mädchen, was normalerweise bedeutet, dass sie nackt schwimmen und es schien nicht richtig zu sein, sich einzumischen. Ich weiß nicht, wie besorgt ich sein sollte. Sie sind jetzt alle mindestens 18 Jahre alt und sollten in der Lage sein, auf sich selbst aufzupassen. Aber ist es nicht so, dass sie so lange weg sind? Ich kann nicht anders als diese Nachbarsjunge an diesen Nachbarsjungen zu denken, Travis, der eines Nachts wegging und nie wiederkam. Er war auch im Alter meiner Tochter, obwohl ich nicht glaube, dass sie ihn sehr mochte. Jedenfalls ist er jetzt mindestens 1 Jahr weg, vielleicht 2, oder niemand weiß, was passiert ist. Ich fürchte das Schlimmste für meine Tochter und ihre Freunde. Ich hoffe, sie haben nur die Zeit vergessen. Ich kürze mal ein Stück ab. Ich weiß, es ist ein bisschen viel Text, das ist aber alles nur dasselbe. Ich weiß nicht, warum ich dir das alles erzähle. Ich neige dazu, weit zu denken, wenn ich schreibe. Der Punkt ist, ich will meine Tochter zurück. Vielleicht könntest du deinem Heldenfreund einen Blick auf ihren Campingplatz werfen und herausfinden, was passiert ist. Harkal Starkbein, Kürnesheim. Na klar. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das. Wir gehen mal schnell auf die Map. Und dann reisen wir uns mal nach Kürnesheim. Und da werden wir die Unschuld wiederfinden. Aber ich vermute mal, dass sie gar nicht so unschuldig sind. Bei der Quest, bei der Mod ist nichts unschuldig irgendwie. Und ich muss wahrscheinlich wieder die ganze Zeit hier diesen Sensor-Button überlegen, weil. Wo ist denn der Mist hier?
Es sind so viele Icons mittlerweile, man sieht es schon nicht mehr, ne? Wo was ist. Es wäre cool, wenn die farbig wären. Ich glaube, es gibt eine Mod, wo man diese Icons farbig gestalten kann. Wir können ja ein paar deaktivieren einfach, oder? Geht das? Geht das nicht? Da ist es. Hier. Wir können mal zur Mischwasserhöhle könnten wir reisen. Das ist hier oben auf jeden Fall. Wäre vielleicht besser, wenn wir hier zum Schimmelheiligtum reisen und dann darüber reiten. Hier, ich weiß nicht, ob ich hier den Berg hochkomme vernünftig. Aber ich mach das so. Reist hier zum irgendwas Heiligtum. Und da hoffe ich mal, dass wir die Kinder wiederfinden. Und ich, soll jetzt auch die letzte Quest von Misty sein. Ich weiß, Misty hat noch ein paar Quests mehr und Summer hat auch noch Quests. Aber wir können es so machen, dass ihr die Mod auch für euch vielleicht spielen wollt. Und wir ziehen uns jetzt nicht auf 100% durch, die Mod. Sondern wir haben das nur mal als Special angerissen. Und ich fand es eigentlich ganz lustig bis jetzt. Da kommt, ja. Ich war jetzt nochmal bei Harriets Hütte, wo wir in der letzten Folge waren. Und da haben wir noch ein Buch gefunden. Da war alles voll mit Hinterteilen gemalt. Das war eigentlich ganz lustig. So, auf X. So, dann rennen wir mal dahin, wo wir hin müssen. Den Sumpf hier. Ich war ja schon mal, glaube ich. Die heißen Quellen. Hier lagen schon mal welche rum, ich weiß, und da war irgendwo ein Drache. Ich weiß schon, ob wir die finden. Vielleicht in einem heißen Liebesspiel, das wäre nicht so gut. Muss mal langsamer laufen. Nicht, dass hier. Ich kann nicht glauben, dass du das alte Dame Hand genommen hast. Da ist einer. Kommt der? Ne, er kommt nicht. Da ist der Campingplatz, da vorne, glaube ich. Das muss ihr Campingplatz sein. Sie denken, dass sie genug Wein mitgebracht haben? Ha! Okay, suche nach Hinweisen nach dem vermissten Mädchen. Ein Teppich, leere Weinflaschen. Heißblütige argonische Barde. Die kennen wir schon. Die Mitgift. Da ein Twemer-Buch. Raum von Sobengarde. Der Tunnel ist das leer und da ist was drin hier. Okay, die haben wir alle schon gelesen. Ich sammle mal ein, kurz. Da drüben ist irgendwas. Siehst du, da drüben liegt irgendwas. Eine Klamotte oder sowas. Schau dir das an. Jemand hat seine Unterwäsche fallen lassen. Hey, kleines Spitzenhemdchen, okay. Wir folgen der Spur aus Unterwäsche. Der Typ, Alter, der Entwickler. Respekt. Don't do it. So, hier. Oh. Lacys kleines Unterkleidchen. Wie viele Unterkleidchen hat sie denn gehabt? Da hinten fliegt ein Drache. Wir folgen mal der Spur. Da ist eine Mine. Wow. Wache. Und go! 3000. So, hack mal den auch nicht. Er sollte eigentlich, ich denke mal, das ist kein Drache, der. Ihr sterbt noch heute. Der, so einfach gespawnt ist, der wird zur Quest gehören, denke ich mal. Land nicht in die Titten. Diese vulgäre Aussprache finde ich so gut. Hat doch mal. Wir können ja nicht viel machen, wenn der in der Luft ist. Ich habe halt keinen Fernkampfkämpfer dabei.
da aufs Maul von irgendjemandem. Genießt. Okay, das sind Vampire, die greifen uns an. Ist das schon alles? Genug, genug, ich ergebe mich. Los, Hammer, machst du fertig. Gut, hat nicht mehr viel HP. Doch, hat sie noch. So, komm mal her, Drache, land doch mal jetzt da. Das Misty? Ja, das Misty. Ist halt blöd, wenn der nicht landet, ne? Jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Und landen, 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 landen. Mal gucken, was wir noch ausrüsten können. Eine Eisform. Jetzt ist er gelandet. Ich! Jetzt bringen wir es zu Ende. Aber richtig zu Ende. 200 AP und jetzt haben wir gleich. Yes! Oh, das bedeutet noch eine Seele für uns. Misty, der Drachentöter. Geschlagenes Wams, nehme ich mal mit. Und das Geld auch. Ich werde den gleich mal verbrennen, nicht, dass es Probleme gibt. Wie viele Drachenseelen haben wir jetzt eigentlich wieder? Aktuell sind 8. So, meine Damen vom Grill, wir reisen weiter. Unserem Ende entgegen wahrscheinlich. Hier diese jungen Vampire, ich weiß nicht. Vampirstab würde ich mal mitnehmen. Die Klamotten, ich glaube, so Vampirstiefel habe ich noch. Die müssen wir jetzt nicht unbedingt. Könnt euch mal Einsatzklamotten mitnehmen, falls wir jetzt eine Nackte finden gleich. Immer was schnell was geben können oder wollen. Aber egal. Ist ja der Questmarker dummerweise weg, ne? Aber wir können mal ins Tagebuch gucken. Sammel die weggeworfene Unterwäsche. Okay, da sind wir noch nicht fertig scheinbar. Müssen wir irgendwie wieder zurückfinden jetzt. Da ist ein Hirsch. Ach Mensch. Das war jetzt eine Ablenkung der Horst. Mal ein bisschen auf die Zeit achten, das wird die letzte Folge aus dem Special. Würdest du meine Titten für eine Weile tragen? Diese Dinger sind schwer. Nee, kannst deine Titten schön selber tragen. Du willst sie haben. So, hier sind wir gespawnt. Und dann sind wir hier runtergelaufen. Ein bisschen falsch. Erstmal Richtung Spawnpunkt zurück, also wo wir eben angekommen sind, Richtung Ankunftspunkt. Von da aus finden wir es vielleicht. Da ist Angas Hütte da unten, glaube ich, ne? Ich glaube, das ist Angas Hütte, ja. Oder Mischwassermühle, irgend sowas. Mal gucken, ob wir die Unterwäsche noch sammeln können. Die restliche. Das war, glaube ich, der kleine See hier. Oder auch nicht. Ich sag mal so, nicht. Dann muss es der hier drüben gewesen sein. Oder der. Ne, hier sind wir angekommen. Muss der hier gewesen sein. Hey, aufpassen! Unigebitte, du bist mir in den Weg gelaufen. Oh, Riesen. Ich habe ein ungutes Gefühl bei Riesen.
läuft denn der Schatten so schnell über mich weg? Wollte ich gerade sagen, das könnte irgendwie die Zeit zu sein. Hallo Bock. Da wurde der Bock zum Gärtner gemacht. Wir müssen hier unbedingt die Stelle wieder finden, wo wir eben gestartet haben. Mit der Oh! So sehe ich das dann. Die Titten müssen bestraft werden. Oh, Titty-Twister. Mehr habt ihr nicht drauf. Oh, ich hab hier noch. Nichts. Ich. Du schlägst beide gleichzeitig. So, den haben wir von Leben gelassen. Das war der Peiniger von Misty. Und da haben wir den Titty-Twister, das ist ein Arschloch. Was hat er dabei? Gold. Titty-Twisters Tagebuch. Eine alte Zange, zum zwei Zangen sogar. Zum Quetschen. Hier ist noch einmal ein Säbelzahntiger Pelz, den nehme ich mit. Und der andere Typ, das war nur so ein... Oh, 1500 Gold dabei gehabt. Skoma. Ein paar Fackeln, das finde ich auch gut. Und was kann er behalten? Kaiserliche Klamotten. Sollen wir mit Misty nochmal reden kurz? Wo sind die Fackeln hin jetzt? Fackelmann und Söhne? Nee, Torch. Schlecht übersetzt, ja. So. Und dann hier. Können wir hier torchen jetzt? Dieser Titty-Twister-Bastard hat genau das bekommen, was er verdient hat. Ja, Mann. Und dieser Wachhauptmann war offensichtlich nicht besser. So ist es. Ich bin nicht unterwürfig. Okay, ein bisschen haue vielleicht, aber nicht auf die Titten. Okay, alles klar. Verstehe. Kann man das Auto gut. Können wir unsere Reise fortsetzen. Ich wusste das natürlich, dass es passieren könnte. Also, ich habe es zumindest gelesen in der Quest. Ich muss mir den Questlog angucken. Ach da, guck mal, da sind weitere Unterwäsche. Klamotten. Dinger. Also geht unsere Reise jetzt, unsere Unterwäschereise weiter. So abgeschlossen. Aha, guck, da ist es. Da ist der Eingang. Ich mag es, meine Schwester bei mir zu haben. Ja, ich auch. Ich mag es auch, deine Schwester bei mir zu haben. So, ich speichere mal schnell. Und dann würde ich sagen, Summer, bist du bereit? Auf in die Grube der ultimativen Dunkelheit. Das ist unser erster Weg jetzt. Und da werden wir das machen. Und da müssen wir eigentlich fast alle Questen geschafft haben. Doch, jetzt noch. Fast alle Questen aus der Version, die wir spielen. Wir spielen die Version 6.2 von Misty. Es gibt mittlerweile 7, aber die 7 hat bis mir eine Abstürze verursacht öfters. Und deswegen habe ich mich für die Version 6 entschieden. Ihr könnt natürlich euch gerne... Nee, hier ist niemand. Ein dreckiger Vampir. Dunkler, was? Ach, Lehrling. Kenn ich gar nicht. Sind die nackt? Die sind komplett nackt, alle. Okay. Skal-Amulett. Vampirstaub. Käfigschlüssel der Mädchen, das ist natürlich sehr gut. Die gravierte Nordrüstung, die würde ich ja gerne mitnehmen. Habe ich genug. Kann ich das tragen? Weil ich bin ja immer noch auf der Suche auch nach einer vernünftigen Rüstung. Und schöner Stahlzweihänder könnte ich mir eher nochmal reintun. Okay. Oh nein. Ich habe da gerade einen Penis gesehen. So, ganz kurz. Ich möchte hier ganz kurz den anmachen. Ich muss leider, es tut mir leid. Weil die sind alle nackt. Ach du Scheiße. Hilfe! Oh Mann, guck mal, wie viele Mädchen das sind. Okay. Warum? Hilfe, Hilfe! Die sind alle nackt. Oh nein. Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Hilfe! Ich schließe das mal auf. So. Okay, ihr seht das nicht, aber ich sehe es natürlich alles komplett nackt. Wir reden mal mit der Dings hier. Ich weiß nicht, warum du hier bist, aber danke. Jo,
Ihr seht natürlich die Option jetzt nicht. Wer von euch ist Heidi Starkbein? Ihr Vater hat mich geschickt. Dieser verdammte Vampir hat sie mitgenommen. Sie ist irgendwo drin. Das fühlte sich so schön an. Okay, gut. Vielleicht kannst du mir helfen, sie zu finden. Müssen wir wirklich mit nackten Hintern fürchten? Ich habe da draußen Unterwäsche gefunden, die euch gehört. Hört sich gut an. Obwohl es immer aufregend ist, ohne Kleidung rumzulaufen. Verteile die Unterwäsche auf die Mädchen. Dankeschön. Danke. Oh. Ich hoffe, es gibt hier keine Probleme. Danke. Dankeschön. Können die Götter uns beistehen? Dankeschön. Ha? Danke. Danke. So, da ist noch eine. Warte mal, noch eine. Danke. Dann immer noch eine. Also wie viele? Danke. So, alle abgeschlossen. 10 Stück insgesamt sind's. Ich mach mal kurz eine Speicherung. Ich finde Heidi Starkbein. So, wir können die Zensoren ausmachen. Jetzt. Aber es gibt einen Trick. Die sind jetzt alle nackt gewesen. Alter, was für eine Scheiße. Okay. Ja. Verschlossen, es gibt einen Trick. Wo ist denn der Trick? Oder wie viele? Guck dir das mal an. Ich kann nicht mehr. Weil. Oh Mann. Blutende Krone. Ja? Dann bluten mir die Finger höchstens. So, wir müssen den Schalter finden oder sowas. Mögen die Götter uns beistehen? Vielleicht könntest du unsere Unterwäsche finden, bevor wir gehen. Ich weiß, sie ist hier drin. Schau nicht auf unsere nackten Unterteile. Okay, die will noch mehr Unterwäsche, glaube ich, irgendwie. Aufpassen! Okay, ich habe aber auch nichts. Warte, wir mal kurz eine Dings anmachen, eine Torch. Alter, wie viel? Das ist doch krank, Mann. Ich sehe kein Torch mehr, wo noch was sein. Ach, guck mal, hier ist die Tür jetzt offen. Bist du bereit, mein erster schöner Vampir fortzuwerden? Dann könnten wir mehr machen. Fick dich, Travis. Okay. Vampirlord Travis. Kriegt jetzt erstmal aufs Maul. Hey, was machst du hier? Ihr hättet nie herkommen sollen. Ja! Ja! Ah! Mit dir legt man sich nicht an. Ja, Mann. So. Ich muss den Sorgen wieder anmachen, die ist nackt. Hey, Heidi. Heidi! Du bist für mich gekommen? Woher wusstest du das? Ich dachte, ich würde hier sterben. Vielen Dank. Dein Vater hat mich geschickt. Ich bin müde. Und seltsam. Erregt. Verfickter Vampire. Ich bin müde und seltsam erregt. Okay. Hier, ich habe dein Hemd mitgebracht. Seufz. Ich könnte Unterwäsche benutzen. Oh. Also wie viele? Was? Das gibt's doch nicht. Es sind überall Frauen. Überall nur Frauen. Hey! So, hier ist ein Bett. Schlafen. Was denn noch hier so liegen? Hey, wie sehen meine Titten aus? Alter, was ist eine Scheiße? Ah, da ist ein Sack. Da ist ein Buch. Lesen. Das ist das Tagebuch vom dunklen Lord Travis, der Vampirmeister. Nehmt's mal mit. Ganz viele Schuhe. Nein. Gut. Kann ich dir jetzt noch Klamotten geben? Verteile Höschen und Sandalen auf die Mädchen. Hier sind die Höschen. Das ist gut. So, hier. Danke. Ha? Dankeschön. Danke. Kein Problem. Danke. Danke. Kein Problem. Danke. Kein Problem.
hoffe, das zeigt das Video nicht weg hier. Danke. Danke. Morgana Honig im Mund. Danke schön. Danke. Wenn wir nochmal sowas machen, muss ich so einen kompletten Zensur. Ich habe auch überlegt, ob ich so einen kompletten Zensoring-Screen mache, wo ihr gar nicht mehr seht, quasi nur so ein verschwommenes Bild. Fehlt noch eine? Die fehlt noch da. Wenn man steht. Danke. So, abgeschlossen. Ich kann es kaum erwarten, wieder nach Hause zu kommen. Habe ich alle? Ich kann es kaum erwarten. Ja. Heidis Vater hole ich vom Arsch lecken zu lassen. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Ich nur einen guten Tag wünsche. Es ist so schön, euch wiederzusehen. Ich will nur, dass er meine Muschi verprügelt. Was? Deine Muschi? Versohlen. Oh Gott, kannst du dir vorstellen? Ich würde so hart kommen. Hey! Noch mehr? Schön, euch zu sehen. Ey, wenigstens wisst ihr, wie man ich mit den Leuten... Ich bin schon ganz feucht. Alter, wie viele? Ich mag das. Ich hab die Spawn einfach hinterher. Es werden immer mehr irgendwie. Ich gehe jetzt mal raus hier. Ich speichere mal schnell an der Stelle. Ich mache mal einen richtigen Speicherpunkt. Und dann bloß raus hier. Und dann sind wir gleich durch, leider mit der Folge schon. Und dann in der nächsten Folge geht es halt weiter mit der Julia im Together-Modus. Und Vampiren. Natürlich viele. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Sag mal, ist gar nicht weit weg hier. Können wir eigentlich hinlaufen eigentlich? Komm, das machen wir. So viel Zeit gönnen wir uns jetzt einfach mal. Ich hole mir das Pferd, sollen die doch hier laufen. Was benötigt ihr, mein Freund? Alvina, was benötigt ihr, mein Freund? Das sieht aus. Ich muss das Screenshot machen. 50 Mädchen um dich drumherum. Ja, genau. So fühle ich mich auch. Lachhaft. Hoffe, ich spawn dir hinterher. Die müsste ich nicht extra warten. Egal, aber ich habe jetzt keine Lust. Hätte ich Schnellreise benutzen können, aber ich weiß nicht mehr, wie viele Reisepäckchen. Ich habe beim letzten Mal eine Reise 10 Stück mitgenommen. Ich weiß nicht, wie wenig ich wo brauchte, aber ich habe in der Aufnahme jetzt in der Folge noch nicht geguckt. Ehrlich gesagt. Ich habe gerade ein Bild eingefroren. Und nur die Zellen. Die werden angegriffen, glaube ich. Ey! Genug! Ich ergebe mich! Leite mich! Dreckigen Vampire! Wir müssen gleich mal gucken, ob wir die Vampir-Sucht haben irgendwie. Ne, geht. Wohnen die hier oder was ist das für eine Hütte hier? Geh mal hier hin kurz. Ne, mit den Mädchen ist schwierig. Gehen dann nach der, wenn wir die Mädchen abgeliefert haben. Gehen wir mal hin, weil der Vater will irgendwelchen Honig von irgendwas ablecken. Aber damit haben wir dann nichts mehr zu tun dann zum Glück, hoffentlich. Hier ist schon wieder ein Drache. Die sind nur am Drachenkämpfen, ne? Also die Welt ist auf jeden Fall im Wandel, andauernd neue Drachen. Ich glaube, es kommt was auf uns zu. Da kommen sie alle angelaufen, man sieht das jetzt schlecht im Dunkeln, weil YouTube muss auf Vollbild gehen, dann siehst du es. Aber oh, da kommt eine ganze Schar von Mädchen angelaufen. Oh Mann. Starkbeins Haus. Hallo Herr Starkbein. Ich bin's. Hey. Ja. Ich bin's. Wir haben dir die ganzen Mädchen wieder gebracht. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ihr braucht etwas? Jo, wir können meine Quest abheben, wenn es geht.
Müssen wahrscheinlich aus alle hier drin spawnen, oder was? Ha? Was hier los ist? Prost, mein Freund. Willkommen Hallo. In Kühnesheim. Jo, ja, ich hab einen Brief bekommen und ich hab dir Heidi und ihre Freunde gesund und zurückgebracht. Gefunden? Die waren in einer Höhle. Die wurden von Vampiren in einer nahegelegenen Höhle gefangen. Vampire waren in der Gegend gemeldet worden. Ich wünschte, wir hätten sie ernster genommen. Ja, Mann. Um ehrlich zu sein, sie waren irgendwie beschissene Vampire. War nicht so viel Kampf. Du hast meine Tochter gerettet. Ich schulde dir einen großen Gefallen. Dieses dumme kleine Mädchen ist mein Leben. Aber wir sind nicht reich. Ich kann dir 4000 Gold geben. Es ist alles, was ich habe. Nehme ich gerne. Das ist viel. Mein guter Mann. Könnte unmöglich. Wie wäre es mit 400? Bitte, Haska, behalte dein Geld. Diesen netten Mädchen zu helfen, war genug Belohnung. Bist du sicher? Na klar. Ja. Okay, nun danke. Wir werden für immer von dir singen. Sehr gut. Und was soll ich gegen all diese Mädchen tun? Ich denke, du solltest uns ordentlich verprügeln. Wahr. Das denke ich auch. Was? Jawohl. Du solltest uns zwischen die Beine schlagen, da wo es wirklich weh tut. Ja. Warum versuche meine böse kleine Muschi? Es tut mir leid, Papa. Muschi Trügel! Muschi Prügel! Muschi Prügel! Muschi Prügel! Papa, nein. Fick nicht meine Freundinnen. Da werde ich ganz rot. Verprügel uns. Zieh dich an. Du heißblütiges kleines Weib. So, ich glaube, hier gibt es nichts mehr auszubeuten. Jetzt geschichtlich gesehen, historisch und auch questtechnisch. Deswegen gehen wir jetzt raus hier. Ja, und dann würde ich sagen, wir sind uns mal am Ende von der... Was ist ein Huhn? Ich würde mir noch mal kurz die Hütte da angucken im Wald. Ja, da sind wir jetzt, dann reisen wir jetzt kurz nach in Hentraheim zurück oder irgendwo hin. Dann stelle ich Misty und Summer erstmal ab. An der Stelle. Würdest du meine Tiefen für eine Weile tragen? Diese Dinger sind schwer. Ich wollte sagen, die sind mir echt zu schwer, danke. Da ist ein paar. Ich finde diese doofe Hütte gerade nicht wieder im Wald. Hexennebelhain, das war hier, ne? Ja, ich bin falsch gelaufen. Tja, dann bringe ich die ins Hentraheim oder sowas. Keine Ahnung, stell die da ab. Weil ich möchte mal ganz, weil ich möchte gerne ausprobieren, wie das sich verhält. Wenn wir mit Julia spielen und die Mod nicht drauf hat, aufs Absturz. Echsenrabenfedern, krass. Was ist das für eine Hütte hier? Ah, das ist das Hexennebelhain. Ich glaube, hier waren wir schon. Hier haben wir damals die Hexen umgebracht. Oder Vorsichtig. Sowas. So, ab ins Hentraheim. Ich hoffe, wir haben noch ein Reisebäckchen für diese Reise. Das benutze ich im Moment eh nicht. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut. Wir könnten ja hoch zum Vampirschloss bringen. Die zwei Frauen. Ich weiß nicht. Wir könnten die natürlich auch nach Weißlauf bringen. Aber ich habe Angst, dass dann bei Julia irgendwas abstürzt. Und Hentraheim, da kommen wir selten hin. Deswegen bringe ich die jetzt dahin. Und dann... Ja, sind wir durch mit der Misty Quest. Wir haben 6 Stück gemacht, glaube ich, insgesamt jetzt. Ja, so ist auch. 6 Stück ist von der Version 6.2 ist 6 Stück, glaube ich, das Maximum. Also haben wir alle Questen gemacht. Für den Moment zumindest. Man könnte jetzt noch die Version aktualisieren, aber das überlasse ich dann euch einfach. Weil ihr seht, das ist natürlich sehr frivol alles. Und ich habe ein bisschen Angst, dass mir bei YouTube eh was weggestrikt wird. Die erste Folge, die ist gestern gelaufen und die hat keinen Strike gekriegt. Aber ich weiß nicht, wie viel nackte Haut da drin war. Also ich habe es nicht ganz geschafft, immer Zensurbutton drauf zu ziehen. Deswegen. Oder Frühling hat begonnen, gerade stand da eben oben in der Ecke.
So, ich gehe nochmal kurz hier rein. Und dann stellen wir die schnell hier ab. Ich weiß nicht gar nicht, ob das klappt. So, ob die automatisch nach links zurückgehen. Das weiß ich halt nicht. Augen so, hoch, Missy. Liebes. Du musst nicht jede wirklich Bewegung so dingsen. Okay, irgendwo kommt noch. Wartet mal hier, geht das doch. Wartet ein bisschen. Wie auch immer. Bin immer noch da. Okay, wir werden dich vermissen. So, dann lassen wir die erstmal hier. Die zwei von der Tankstelle. Und dann sehen wir weiter. Ich glaube, die zählen nicht als normale Follower. Und deswegen ist das nicht so schlimm. Und das passt. Ich kriege aus dem Off mitgeteilt, dass die Folge eh fast zu Ende ist. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir dann jetzt an der Stelle Schluss machen. Im Händlerheim sieht ganz gut aus eigentlich hier. Ne? Gefällt mir. Gefällt mir echt ganz gut. Aber es natürlich steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Ja, wir werden dann jetzt heute, das ist jetzt die letzte Folge aus der Special Quest Reihe, dann drei Folgen, 300er Folge, drei Folgen in der 300er Folge und die nächste Special ist natürlich dann die 400er, vielleicht machen wir zwischendurch nochmal so ein Mod-Show-Off oder sowas, keine Ahnung. Ich fand es eigentlich ganz lustig, war ein bisschen was anderes, wir haben jetzt auch nicht die Hauptquest gemacht, haben es noch nicht so ernst genommen, aber wir behalten den Spielstand natürlich. Wir sehen in der nächsten Folge, geht es dann weiter mit Dawn Guard. Und wir müssen ja dann die Vampire vernichten. Das ist ja der Grundgedanke. Und dann mal sehen, wie wir unsere Skyrim-Reise fortsetzen. Aber ich denke mal, wir haben auf jeden Fall noch einiges vor uns, Julia und ich, im Together-Modus. Aber was genau, das sehen wir leider aus in der nächsten Folge. Ich bedanke mich jetzt fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal.